Leute, wir haben hier einen Pappkarton bekommen von André, den im Internet bekannt unter Charlie Brown. Wir hatten schon mal zusammen geschrieben und er sagte, wir sollen nicht unsere schönen Flächen, wir hatten schon Flächen rausgesucht. Norbert hatte eine, noch eine ältere und ich hatte auch noch eine etwas neuere in Vollkohle. Aber er sagt, wir sollen die nicht kaputt machen. Gucken wir mal, was er mit uns hier geschickt hat. Oh je, wenn ich das hier so sehe. Norbert, das sieht richtig verbogen aus. Oh, hier ist noch ein Teil drin. Hier ist ja noch ein Teil drin. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Oder wie wir es machen können. Werden wir uns gleich mal anschauen. Können die Leute dir jetzt einfach Dinge schicken, damit du die wieder fertig präsentierst hier? Nee. Ich mache das zwar gerne, aber nur Reparatur. Wäre ich ja ein Reparaturbetrieb. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. So, wie ich hier das erste Mal schon mal sehe, haben wir hier ein eventuell kleines Problem, weil André hier in diesen Eigenbauflügel ein Kohleholm eingesetzt hat, also so ein Kohlecup, die ja so, kennt ihr von den Slowflyern? Ich schätze mal, so also wie es aussieht, 4x08 oder 4x06 oder 4x05. So ein Ding zu reparieren ist ein bisschen tricky, weil eigentlich, wenn man das richtig machen wollte, müsste man diesen Holm im Verhältnis 1:100 schäften. Und dann wäre das so eine lange Schäftnaht. Und ich weiß noch nicht mal, wie ich den hier ausschleifen sollte. Also das wird noch ein bisschen tricky. Aber gucken, ob wir da die Stabilität wieder reinkriegen. So, was können wir als erstes machen? Also als erstes würde ich hier erstmal gar nicht so viel dran rumfummeln an so einem Flügel. Weil auch nicht an den Bruchstellen erstmal gar nichts machen. Wir nehmen uns hier nochmal so ein Baubrett. Da können wir gleich auch noch mal eben einen Teserstreifen drauf kleben. So, so haben wir schon mal unser Baubrett geschützt. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Da kommt es auch nicht drauf an, ob das schön ist oder so, sondern es muss funktionell sein. So, und jetzt seht ihr, hier ist ja noch so ein bisschen dran. Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das natürlich mit 24 Stunden Harz machen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Bruchlinie, also der Bruch selber im Schaum, bringt nachher nicht die Festigkeit, sondern das Gewebe und der, also es ist eigentlich, der Schaum ist nur formgebend. Das Gewebe und der Holm bringen die Festigkeit. In diesem Fall hier ist noch Disser drauf. Auch das Disser bringt die Festigkeit. Ebenso wie hier vorne diese Kohleeinlage. Der Schaum ist eigentlich nur dafür da, um profilgebend zu sein und den Abstand zwischen den einzelnen Holmen zu halten. Und bei unserem F3K-Bereich braucht eigentlich auch in der Regel kein senkrechter Holm, sondern wenn der Schaum hart genug ist. Es gibt ja verschiedene Schäume, die man dazu benutzen kann. Was nicht funktioniert in diesem Bereich, ist auf alle Fälle ganz normales Styropor. Das ist zu weich, das kann man nicht benutzen. Dann müssen wir wirklich einen festen Holmaufbau haben. Ich kann das aber vielleicht auch nochmal erklären hier. Ich habe hier nochmal für euch zwei Bauteile, dass ihr auch nochmal seht, was eigentlich so ein Tragflügelaufbau ist. Das ist ein Tragflügelnachbau von einem original großen Segelflugzeug. Und wie ihr hier seht, haben wir hier eine D-Box, das ist eine echte D-Box. Ihr seht, die ist hier hinten geschlossen. Also es ist wirklich ein D. Ich habe hier meine beiden Hauptholme, habe hier Abstandsleisten drin, habe hier eigentlich nur einen kleinen Sperrholzaufleimer und diagonal Kiefernleisten eingesetzt. Hier vorne in der Nase einfach nur eine Kiefernleiste, die rund geschliffen ist. Und das Sperrholz wird um die gesamte Nasenleiste herumgelegt. Und ist in der Regel hier in der Mitte, also die eine Seite auf alle Fälle in 0,45. Und das ist unsere D-Box hier. Das ist, macht unseren Flügel steif. Das heißt, eigentlich haben wir bei diesen Flügeln hier, haben wir gar keine richtige D-Box. Die ist gar nicht vorhanden. So, genauso habe ich hier nochmal, da sagt ihr, naja, Holz, das ist aus vergangenen Zeiten, natürlich. Aber ich habe hier auch nochmal einen Flügelabschnitt von einer Moskito vom Hähnle Flugzeugbau.
Hier kann man auch noch mal sehen, wie das aufgebaut ist. Aber wenn man hier mal drauf guckt, sieht man eigentlich, dass unsere Großzahl der Modellflugzeuge oder unserer Modelle, die in GFK, CFK gebaut werden, genauso aufgebaut sind wie das, fast wie das Original. Ich habe hier meine Außenlage, ich habe hier mein Stützstoff drin, in diesem Fall ist das hier Conticell. Ich habe dann hier drinne meine Innenlage, die natürlich nicht wie bei uns mit 0,25er Gewebe oder noch dünner ist, sondern das ist meist, vermutlich ist das hier, so wie das aussieht, sind vielleicht sogar zwei Lagen im vorderen Bereich. Ich schätze mal 100er und hier hinten irgendwie eine 100er Lage als Innenlage. So, und dann habe ich hier dieses hier, das kleine hier und das kleine hier oben. Das ist eigentlich der Hauptholm und das bei einem manntragenden Flugzeug. Dann habe ich hier in der Mitte auch mit weich der Stoff, Stützstoff, der auf beiden Seiten mit GFK bearbeitet ist. Und das Bauteil sitzt dann hier oben in so einer Lasche drin und wird hier einfach eingeklebt. Was hier vielleicht noch interessant zu sehen ist, gegenüber unserem Modellbau, hier wird ordentlich Mumpe in der Nasenleiste verbraten, um eine stabile Nasenleiste zu bekommen. Ebenso habe ich hier hinten nur so ein leichtes U. So, und wer das jetzt sieht, ich gehe mal eben hier aus dem Licht und hole noch mal eben ein. Ich habe hier mal einen Twister 3 Flügel aufgeschnitten und der ist eigentlich genauso gearbeitet, eigentlich muss man sagen, oder der ist genauso gearbeitet wie, wie hier ein Originalflügel. Außenlage, Innenlage, die ist hier bei dem Flügel aus einem Kohlegelege. Dann habe ich hier einen Hauptholm und zwar sind das hier zwei Kohlestäbe. Dann habe ich hier die Verbindung aus Balsaholz, der beidseitig mit GFK besetzt ist. Dann habe ich hier hinten für die Querruder habe ich hier hinten eine Leiste drin und im Querruder habe ich hier einen kleinen Schlauch drin. Und eigentlich vom Aufbau sind beide Teile identisch. Das heißt, die Großen bauen genauso wie wir Modellbauer. Es ist eigentlich gar kein Unterschied da. Bloß die Materialien, hier ist jetzt Rohrzell drin und hier ist Conticell. Conticell hat den Vorteil, es ist ein bisschen stabiler, also ein bisschen druckfester. Aber eigentlich ist die Bauweise exakt dasselbe. So, nur noch mal so als kleine Info zu Original, zu Modell. Und auch hier seht ihr, das ist eigentlich die D-Box. Aber diese D-Box haben wir nicht bei einem so normalen Schaumflügel, da hier gar kein Steg drin ist. Aber trotzdem funktioniert's. Sonst würden wir ja gar nichts mehr fliegen.